Andreas Kloss, genannt Klößchen, muss mal wieder warten. Erstmal keiner da heute Morgen. Als HSV-Fan lernt man das Leiden vielleicht auch manchmal und das Warten natürlich auch. Seit 24 Jahren fast kein Spiel seiner Mannschaft verpasst. In guten und vor allem in schlechten Zeiten. Es sind so viele Sachen zusammengekommen, dass immer mehr Leute sich leider dann noch abkehren vom HSV. Das merke ich ganz persönlich natürlich schon auch, ja. Klößchen aber nicht. Sonnabends gleich 5:30. Ich sitze im Auto, das kann nur bedeuten, der HSV spielt. Auf geht's nach Hoffenheim. So, 9:30 in Deutschland. Knoppers haben wir nicht, aber Tankstopp und Augenringe. Aber 350 Kilometer haben wir erst geschafft, 300 liegen noch vor uns. Auf geht's, Männer! Heißt beim HSV leiden. Seit 5 Spielen kein Sieg, 14 Partien ohne Tor, HSV Negativrekord. Nur 16 Saisontore, kein einziges aus einer Standardsituation. Ein Offensivkonzept nicht erkennbar. Wir haben schon in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde eigentlich keine Situation gehabt, wo wir zum Tor des Gegners kommen. Und das ist was mich heute auch wirklich gestört hat. Das hätten wir besser machen können. Offensivsorgen nicht das einzige Problem gegen Hoffenheim. Scheiße mit dem Elfmeter, mit der roten Karte. Notbremse und Rot für Jaroslav Drobný. Comeback für René Adler, der von Mirko Slomka zu Beginn der Saison auf die Bank verbannt wurde. Als HSV-Fan muss man leidensfähig sein. Das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, die unabdingbar ist. Also die braucht man unbedingt. Nur 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für Joe Zinnbauer wird's immer enger. Die Partie am Freitag gegen Berlin, vielleicht seine letzte Chance. Noch spürt er Rückendeckung. Es ist immer noch die vollen 100%. Wir werden weiterarbeiten und es liegt ja nicht daran, dass wir uns jetzt nicht konzentrieren oder nicht arbeiten wollen, sondern wir sind genauso wie die Mannschaft in der Pflicht. Der Zweitliga-Abgrund rückt näher. Es ist also mal wieder Leidensfähigkeit gefragt. So, zurück in Hamburg, 20 Stunden unterwegs, 0 Tore, 0 Punkte, 0:3 verloren. Aber nützt ja alles nichts, nur der HSV und gute Nacht. Ich hoffe einfach, dass der besagte Fan am Freitag uns auch im Heimspiel die Daumen drückt. Da brauchen wir nicht ganz so früh losfahren. Dass wir dann zusammen die 3 Punkte holen. Also hoffen auf das Spiel gegen Berlin. Zumindest das Warten heute auf seine Mannschaft hat sich schon mal gelohnt. Nach wie vor, was für ein tolles Fund des HSV, solche Fans. Ne? Also.